Das große Hessnatur Jubiläumsquiz. Ja, willkommen zurück beim großen Hessnatur Jubiläumsquiz. Heute noch einmal aus dem schönen Bad Blumau aus der Steiermark. Wir waren hier zu den Produkttestertagen sinnvoll genießen. Kurz vor der Abreise wollen wir Ihnen und euch aber noch die nächste Frage vom Jubiläumsquiz präsentieren. Und das macht meine Kollegin Stefanie Kahl vom Bereich Innovation und Ökologie. Steffi, du hast auch hier bei der Produkttesterschulung mitgewirkt, hast die Präsentation von Hessnatur gemacht. 33 Leute am Start. Wie war so die Stimmung? Was habt ihr alles mit den Sinnvollgenießern gemacht? Die Stimmung war wunderbar. Alle Produkttester haben individuell ausgewählte Textilien von Hessnatur bekommen. Da waren wirklich die verschiedensten Teile dabei, von Kleidern, Hosen, Pullover, T-Shirts, es wurde getestet, einer hat sogar Schuhe bestellt. Ja, und dann haben wir die komplette textile Kette angeguckt, den ganzheitlichen Ansatz, den Hessnatur verfolgt, und haben uns dann mal ganz genau Hessnatur auf Herz und Nieren angeschaut. Den ganzheitlichen Ansatz gibt es seit 35 Jahren. Wir feiern das große Hessnatur Jubiläumsquiz im Jubiläumsjahr. Du hast die ehrenvolle Aufgabe, heute noch mal aus Bad Blumau die nächste Frage zu stellen. Ja, Walte deines Amtes, Umschlag auf. Schauen wir mal, was wir hier haben. Bangladesch, wie schön. Kennst du ja. Ja, da war ich auch schon, genau. Wer wird in Bangladesch durch den Verkauf der Hessnatur-T-Shirts von Kramin Knitwear in der Ausbildung gefördert? Von der richtigen Antwort brauchen Sie den 2. und den 6. Buchstaben zur Lösung des Wortpuzzles. Viel Erfolg und Glück. Das wünschen wir Ihnen, viel Erfolg und Glück. Am Freitag wieder aus dem schönen Butzbach mit der nächsten Frage vom großen Hessnatur-Jubiläumsquiz. Und hier nochmal die Frage. Wer wird in Bangladesch durch den Verkauf der Hessnatur-T-Shirts von Grummy Knitwear in der Ausbildung gefördert? Von der richtigen Antwort brauchen Sie den 2. und den 6. Buchstaben zur Lösung des Wortpuzzles.